Hallo, ihr seid gelandet auf dem Kanal Books and the City und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hallo, ihr Lieben, es ist Montag, der 4. Januar und ich möchte heute wieder anfangen zu lesen im neuen Jahr. Erstmal ein frohes neues Jahr euch allen. Ich dachte, ich nehme euch einfach ein bisschen mit dabei. Ich weiß noch nicht genau, was für eine Art von Video das hier wird. Vielleicht versuche ich mal so einen Weekly Vlog zu drehen. Mal sehen, wie ich das die Woche über so schaffe, mich bei euch zu melden und was ich überhaupt so schaffe zu lesen. Ich habe schon angefangen, etwas zu hören. Ich bin mir allerdings gar nicht sicher, ob das jemals als Buch erschienen ist. Es ist eine Audible-Produktion und wurde vertont als Hörspiel und heißt Die Stimme der Toten. Wenn ich es schaffe, blende ich euch das natürlich auch noch mal ein. Ja, es dreht sich um eine Gerichtsmedizinerin, die an einen Fall gerät, der sie quasi in ihre Vergangenheit zurückführt. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und sie hat eine besondere Gabe. Sie hat die Fähigkeit, mit dem Totenreich zu kommunizieren. Und ich bin jetzt gerade bei Folge 3. Es ist aber noch nicht ganz, also es ist unklar, ob sie einfach wahnsinnig ist oder ob sie diese Gabe besitzt. Und das weiter kann ich da jetzt noch nicht zu sagen, weil ich einfach noch nicht weitergehört habe. Ansonsten höre ich gerade auch noch einen Podcast, falls euch das interessiert. Und zwar Fake Doctors, Real Friends mit Zach Braff und Donald Faison. Derweil rewatche ich auch Scrubs, weil dieser Podcast beschäftigt sich zum Teil auch mit Scrubs, der Serie. Die quatschen aber auch ganz viel dummes Zeug und über andere Sachen. Und ich genieße das sehr, da zu folgen und ja, ich dachte, ich erwähne es einfach mal. Es hat jetzt mit dem Buch nichts zu tun, aber Podcast, Hörbücher, das fällt für mich alles so in die Kategorie. Das Buch, was ich heute anfangen möchte, ist ein Buch aus meiner Cozy Mystery-Reihe Bookmobile Cat und es heißt Wrong Side of the Paw. Das ist jetzt kein Buch, über das ich ausflippen werde. Im Übrigen, hier hinter mir seht ihr meine Katze Püppi. Passt vielleicht ganz gut, weil dieses Buch oder beziehungsweise diese Reihe beschäftigt sich über eine Bibliothekarin, die mit ihrem Kater Eddie ein Buchmobil betreibt. Also diese Bibliothek bietet den Service an, dass ein Buchmobil verschiedene Standorte um die Stadt anfährt, damit Menschen, die es jetzt so zeitlich nicht schaffen oder ans Haus gebunden sind, auch in der Lage sind, Bücher auszuleihen. Und die beiden geraten immer wieder in Mysteries. Also meistens immer gibt es eine Leiche. Und die beiden, also die Minnie Hamilton, um die sich diese Reihe dreht, und ihr Kater Eddie, lösen dann diese Mysteries. Ja, wie gesagt, das ist jetzt kein Buch, über das ich ausflippe, aber es ist einfach, ich liebe diese Reihe, weil sie mir einfach so ein Gefühl von zu Hause gibt. Diese Reihe. Da fühle ich mich einfach wohl, wenn ich das lese. Ich kenne mittlerweile die Charaktere, die in dieser Stadt wohnen. Mich interessiert, wie geht ihr Leben weiter? Was passiert in der Stadt? Wie entwickeln sich die Beziehungen? Was gibt es da Neues? Kommen neue Leute in die Stadt? Ja, was für Gossip gibt es? Wie entwickelt sich die Beziehung, in der Mini sich gerade befindet. Also was
Everyday Life und so Mini World ist halt so voll mein Ding. Und das ist einfach ein gutes Buch, um dieses Jahr zu starten für mich, weil das mir einfach ein totales Gefühl von zu Hause gibt. Das ist jetzt, glaube ich, der sechste Band, den ich lese. Zurzeit gibt es acht. Der neunte erscheint im März. Und ich bin einfach ein Typ, der Serien liest. Ich gewöhne mich an Charaktere. Ich möchte wissen, wie ihr Leben weitergeht. Ja, für mich dauert es immer ein bisschen, um mich an neue Charaktere zu gewöhnen. Und wenn es so Einzelbände sind, dann bin ich da gerade angekommen in der Situation, wenn das Buch dann oft schon zu Ende ist. Und bei Reihen, da kann ich einfach über viele Jahre den Charakteren folgen und ja, mit ihnen leben. Ja, deshalb ist das hier ein guter Start für mich in das neue Lesejahr. Ich habe aber auch schon bei Medimops bestellt, allerdings nur eine kleine Bestellung. Zwei Bücher habe ich bestellt. Einmal einen Thriller von Melanie Rabe. Von ihr habe ich bisher Die Falle gelesen. Das hat mich begeistert. Deshalb habe ich gedacht, ich hatte Lust auf einen Thriller. Ich bestelle mir einfach noch mein zweites Buch von ihr. Und um portofrei bestellen zu können, habe ich noch ein anderes Buch bestellt, von dem ich aber gerade nicht mehr weiß, welches. Ja, und des Weiteren werde ich diesen Monat auf jeden Fall noch ein Buch von Marc Benecke lesen. Von ihm habe ich schon einiges gelesen und ich finde ihn einfach einen interessanten Typ, sachlich in seinen Aussagen, überzeugend, nüchtern und trotzdem packend. Dazu, wenn ich mich entschieden habe, welches Buch ich lesen werde, werde ich da darauf bestimmt auch nochmal zurückkommen. Okay, ich werde mich jetzt entspannen mit meinem Buch und meiner Katze und dann melde ich mich heute oder später oder die Tage nochmal bei euch. Es ist Dienstag und ich habe gelesen in Wrong Side of the Paw und ich bin auf Seite 154 und es ist wie erwartet ein Wohlfühlbuch, genau das, was ich mir erhofft hatte für den Start ins Jahr 2021. Ich bin hier gerade allerdings auf eine Stelle gestoßen, da wundere ich mich manchmal einfach, weil die Frau, die es geschrieben hat, Laurie Cass, die ist selbst auch Katzenbesitzerin, hier hinten auch mit Bild abgebildet. Die schreibt manchmal einfach Sachen. Da wundere ich mich ein bisschen und denke dann, liegt es an mir oder liegt sie da wirklich falsch? Zum Beispiel schreibt sie des Öfteren, dass Katzen keinen Daumen haben. Katzen haben einen Daumen. Meine Katzen haben Daumen. Ja, es ist ein rudimentärer Daumen und sie können auch keinen Pinzettengriff damit ausführen, aber ein Daumen ist vorhanden. Und jetzt gerade hatte ich auch gelesen, he licked his non-existing lips. Katzen haben Lippen. Und ja, dazu ist vielleicht noch zu sagen, ich lese auf Englisch. Also viele Mysteries sind auch ins Deutsche gar nicht übersetzt worden, beziehungsweise habe ich Mysteries, die ins Deutsche übersetzt wurden, auch schon mal auf Deutsch angelesen. Das hat mir aber nicht gut gefallen, weil zum Beispiel bei Sookie Stackhouse war das, vielleicht kennt ihr die Fernsehserie True Blood. Sookie Stackhouse ist die Novels-Reihe dazu. Sie spricht halt in einem Südstaaten-Akzent und das wurde halt übersetzt mit so einem Hamburger Dialekt. Und ja, sie sagt ständig Oha! Und das passt für mich nicht zur Story. Und nun gut, aber ich komme vom Thema ab. Das stößt mir manchmal bei diesem Buch halt so auf, dass ich denke, die Katze wird einfach falsch beschrieben. Wiederum gibt es manchmal Situationen, die finde ich mega passend. Zum Beispiel, da sitzt sie mit ihrer Katze auf der Terrasse und ein Wind kommt auf und sie schreibt einfach, die Katze sah mich an, als wäre es meine Schuld. Und genau das ist das so. Wenn ich meinem Kater die Tür aufmache und es regnet draußen, dann guckt er mich an, als ob er sagen wollte, warum tust du das? Warum? Ja, und ich liebe solche Situationen. Ich möchte jetzt nicht, dass ihr das falsch versteht. Es geht in diesem Buch
nicht die ganze Zeit um die Katze. Sie kommt eigentlich nur am Rande vor. Aber wer Katzen selbst hat, erkennt sich darin wieder. Zum Beispiel, diese Katze spricht auch nicht in dem Buch. Also sie macht auch nicht wirklich Miau, sie macht immer nur. Und meine Katze zum Beispiel macht es auch. Guten Morgen. Perfektes Wohlfühlbuch. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Lesestart ins Jahr 2021. Zudem habe ich noch einen Film geguckt, A Bone to Pick. Das ist die Verfilmung von einem Aurora Tea Garden Mystery. Es ist kein Blockbuster. Ich weiß nicht, ob man diese Filme mag, wenn man die Buchreihe nicht geliebt hat. Ich habe sie halt weggesuchtet, wie alles von Charlaine Harris. Deshalb mag ich auch die Filme. Die Filme sind, soweit ich weiß, bisher aber nur in Amerika erschienen, vielleicht auch in England. Auf jeden Fall sind sie nicht übersetzt. Ich habe mir auch tatsächlich die amerikanische DVD damals bestellt und ja, den passenden DVD-Player, weil man die amerikanischen DVDs ja hier auf dem deutschen Player nicht abspielen kann. Ja, so viel zum Thema Nerd. Ja, ich hatte diesen Film schon zweimal gesehen. Ich rewatche ihn manchmal. Ich konnte mich nicht mehr an viel erinnern. Ich mag einfach die Cozy Mysteries. Ja. Das war's zu meinem Tag. Morgen muss ich ein bisschen arbeiten, aber ich werde auch weiter lesen. Ich hoffe, dass morgen mein Päckchen ankommt von Medimops und dann melde ich mich wieder bei euch. Bis dahin. Hallo, es ist Mittwoch und ich wollte heute eigentlich ein schönes Unpacking drehen, weil ich dachte, mein Päckchen kommt heute an. Aber unglücklicherweise ist mein Päckchen heute nicht angekommen. Deshalb melde ich mich einfach so kurz bei euch. Ich habe heute ein Buch von meinen Eltern abgeholt. Es ist Jasper Kavan, Hungerstoffwechsel. Ja, ich habe das Buch, ich weiß nicht, vor einem Jahr oder vor zwei. Keine Ahnung, von wann ist es denn? Mal im Internet bestellt, 2018, weil ich immer wieder Werbung gesehen habe, was für ein bahnbrechendes Buch mit unfassbaren neuen Erkenntnissen es sein sollte. Und der Clou der ganzen Sache war natürlich auch, dieses Buch sollte umsonst sein. Ich habe dann gedacht, okay, das bestellst du mal. Ich habe es dann bestellt. Ja, die Überraschung war dann allerdings, dass das Porto unfassbar hoch war. Also ich will jetzt nichts Falsches erzählen, ich kann mich nämlich nicht mehr genau erinnern, aber es war auf jeden Fall so hoch, dass ich gedacht habe, okay, dann habe ich das Buch ja im Prinzip doch bezahlt. Ich habe dann auch nur noch widerwillig, muss ich sagen, durch dieses Erlebnis in das Buch reingeschaut und gelesen. Konnte aber dann auch nichts Bahnbrechendes Neues feststellen und habe es dann sehr enttäuscht an meine Eltern weitergegeben, weil die beiden meinten, sie gucken da mal rein. Und dann dachte ich, na gut, dann ist es vielleicht nicht ganz umsonst, gebe ich ihnen das mal. Und damit war das Thema für mich auch erstmal abgeschlossen. Ja, es mag an Neujahr liegen, dieses Buch taucht wieder vermehrt in meiner Timeline auf, in Social Media und ich habe irgendwie gedacht, wenn sie es noch haben, dann hole ich es mir nochmal zurück und werfe doch nochmal einen Blick hinein. Das habe ich heute getan und ja, mal sehen, ob ich da die Woche noch zu komme, ob ich da noch Bock drauf habe. Werde ich nochmal reingucken. Vielleicht mit etwas weniger Vorurteilen, ob ich doch noch etwas aus dem Buch Gutes ziehen kann. Ja, ansonsten habe ich heute nicht mehr viel zu erzählen. Ich hoffe, dass morgen mein Päckchen kommt. Dann melde ich mich wieder bei euch. Habt einen schönen Abend. Bis dann. Bye.
ihr Lieben, es ist Freitag, der 8. Januar. Und ja, entschuldigt bitte die Mütze. Bad Hair Day. Ich konnte heute in der Tat, ich meine, ich habe eh schon eine Quarantänefrisur. Sprich, weder Farbe noch Schnitt. Aber ich konnte heute tatsächlich so gar nichts mit meinen Haaren anfangen. Die waren total elektrisch und deshalb habe ich jetzt einfach die einfachste Lösung gewählt und eine Mütze aufgesetzt. Ja, ich denke, ich werde den Weekly Vlog heute beenden, weil ich am Wochenende ja einfach nur ein bisschen lesen werde und mich nochmal ein bisschen entspannen. Montag geht die Arbeit wieder los. Ja, ich habe gelesen in Wrong Side of the Paw, habe jetzt noch knapp 50 Seiten. Das Buch gefällt mir sehr gut. Ich glaube, es ist bisher das Beste der Reihe. Ich werde das aber in meinem Monatsrückblick dann auch nochmal erwähnen. Ansonsten ist endlich mein Päckchen angekommen. Meine Minimox-Lieferung. Ja, ich weiß ja, es ist ein Buch von Melanie Rabe drin. Auch das warte ich auch schon, weil ich habe voll Bock, einen Thriller zu lesen. Und ein Buch, von dem ich jetzt nicht mehr genau weiß, welches es ist, das ich einfach dazu gekauft habe, damit es portofrei ist. Deshalb werde ich das jetzt mal aufmachen. Ja. Es ist einmal Melanie Rabe, die Wahrheit. Wie ich finde, wieder in einem sehr guten Zustand. Also ich habe jetzt schon öfter hier auf BookTube auch gehört, dass manche Leute Schwierigkeiten mit Medimops hatten wegen des Zustands der Bücher. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich noch gar nicht. Ich bestelle aber auch wirklich Bücher, wo der Zustand als sehr gut oder gut beschrieben ist. Und klar, manchmal sind ein paar Leserillen drin. Das stört mich aber auch nicht weiter. Zum Beispiel habe ich kürzlich zwei Hardcover-Bücher von Stephen King bestellt und die habe ich quasi nur bestellt wegen der Cover. Das sind zwei so Cover, die man aneinander stellen kann und die ein Bild ergeben. Und da war es mir sehr wichtig, dass die in einem guten Zustand sind und die Bücher sind auch echt selten und nur noch schwer zu bekommen. Und die waren in einem astreinen Zustand, also als wären sie neu aus dem Geschäft. Und da ich die auf Englisch bestellt habe, war das auch die günstigste Alternative, weil immer dieses Shipping aus Amerika oder so, oder wo auch immer, aus England, ist einfach immer sehr teuer. Ja, auch mit diesem Buch bin ich wieder zufrieden. Ja, ich habe das Gefühl, ich hänge echt so hinterher, was die Bücher betrifft, die ich lese. Das ist jetzt auch nicht mehr die neueste Ausgabe, soweit ich weiß. Wann ist es erschienen? Na, 2016. Ja, deshalb weiß ich jetzt gar nicht, inwiefern ich da auf den Inhalt eingehen muss. Werde ich aber auf jeden Fall nochmal tun, wenn ich es gelesen habe in meinem Monatsrückblick. Ich habe mich auch entschieden, jetzt endlich mal ein Buch von Chris Carter zu lesen. Ich als Thriller-Fan, es ist ein bisschen peinlich, ich habe noch nichts von Chris Carter gelesen. Und das habe ich mir für diesen Monat auf jeden Fall auch noch vorgenommen. Ja, wollen wir mal sehen, was hier jetzt noch in meinem Überraschungspaket drin ist. Ha, Ellen Berg, manche mögen's steil. Das ist definitiv eine Empfehlung, die ich auch über BookTube bekommen habe. Ich weiß nicht, ob es so jedermanns Sache ist. Ich lese euch mal den Klappentext vor. Vicky lebt für ihren Job, kennt Jahreszeiten aus der Wetter-App und Freundschaften nur auf Facebook. Dann soll sie für ein Teamtraining in die Berge geschickt werden. Das pure Grauen für die digitale Großstadtpflanze. Da Vicky jedoch fürchtet, ihr Konkurrent Konstantin könnte sie auf der Karriereleiter überholen, muss sie die Gipfel wohl oder übel erklimmen. Wenn bloß nicht dieser unerträgliche Bergführer Johannes wäre, sofort fliegen die Fetzen, bis Vic entdeckt, dass es sie doch gibt, die wahre Liebe im falschen Leben. Ich habe keine Ahnung, ich habe gehört, es soll ganz witzig sein. Es ist dicker, als ich dachte. Es hat
Ja, Seitenzahlen. Ach so, das ist eine Leseprobe. 332 Seiten. Ja, gut, die Schrift ist recht klein. Aber ich werde es mal ausprobieren und euch dann erzählen, wie es mir gefallen hat. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, mich ein bisschen durch die Woche zu begleiten. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch sowas öfter wünscht oder ob es total über ist. Generell Verbesserungsvorschläge für meine Videos. Ich bin ja noch brandneu hier mit meinem Kanal. Ich freue mich auch über ein Like oder ein Abonnement. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Habt viel Spaß, viel Zeit zum Lesen und bis dann!